Herr Kollege Dr. Baumann, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schindenburg aus Hamburg. Ich würde gerne zu Ende sprechen. Vielen Dank. Sie können sich anschließend melden, Herr Schindenburg. Oder Sie können anschließend ja reden. Das kann er nicht. Das entscheidet das Präsidium. Und wir müssen sorgen für sichere Grenzen hier bei uns. Ich glaube, Sie haben die Zeit nicht angehalten. Danke. Ich gebe Ihnen 20 Sekunden. Ich fordere. Herr Korte, gleichwohl. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen? Nein, das ist jetzt so. Den Met-Igeln alles gesagt, das muss man nicht vertiefen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Ehrhorn von der AfD? Nein, Sie hatten in dieser Debatte schon zu viel Raum, meiner Meinung nach. An dieser Stelle Kollege sei erlaubt. Das hört sich nach Schluss an, aber ich wollte fragen, ob Sie bereit wären für eine Zwischenfrage oder eine Zwischenbemerkung. Ehrlicherweise zur AfD habe ich schon alles gesagt, was notwendig war, und deswegen brauche ich von denen auch keine Zwischenrufe und keine Fragen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Tonka? Ich würde eine Intervention bevorzugen. Auch die FDP muss sich manche Fakten anhören. Und gut, alles klar. Ja. Ihr das gutes Recht. Nicht von meiner Zeit ab. Ja? Ich habe Danke. Die Redepause selbstverständlich Danke. Eingehalten. Da ist Verlass auf mich. Danke. Herr Ulrich, ich habe noch mal die Frage. Wollen Sie zulassen, eine Zwischenfrage oder Bemerkung eines AfD-Kollegen? Ich mache uns mal einen Vorschlag für uns alle. Das ist keine Antwort. Ja, ist falsche Antwort. Ich bin bereit, immer dann von der AfD zu antworten, wenn es um einen Antrag unserer Fraktion geht. Ich rede aber zum Antrag der FDP-Fraktion. Gut, ist klar, das war jetzt ein Nein. Dankeschön. Ich muss jetzt ein bisschen auf Zeit drücken. Ich habe Hunger. So, das war ein Nein. So, bitte, Herr Ulrich. Frau Göring-Eckardt. Darf ich Sie unterbrechen? Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Storch? Nein, ich glaube, sie hat genug geredet und es hat uns gereicht hier im Parlament. Und ich will, nein, das AfD-TV, ich lasse keine Fragen zu. Ich kann das machen ohne uns. Frau Kollegin Amtsberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der AfD? Ich bin eigentlich Verfechterin davon, jede Zwischenfrage zuzulassen, aber ich beantworte das heute mal als Mutter. Ich habe seit mir 4 Minuten lang Ihr Familienbild hier angehört und ich bin der Auffassung, dass ich jetzt mal meins darstelle und mich ununterbrochen sozusagen diesem okay. Thema widme. Konsequenz Ihrer Politik. Eine Politik. Frau Kollegin, Entschuldigung, bitte um Entschuldigung. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein. Kollege Lischke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sichert? Nein, das mache ich nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde inzwischen Ihre Zwischenfragen genauso originell wie die immer gleiche Krawatte Ihres Fraktionsvorsitzenden. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, weil die sich ja sowieso nicht verändern. Sie bleiben bei Ihrem Standpunkt. Ich möchte gerne weiter fortführen. Frau Lazar, gestatten Sie eine Zwischenfrage der AfD? Nee, von der AfD nicht. Sie versuchen Kollegin Rüttrich, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Sie können jetzt mir zuhören. Da wollten Sie ja herkommen dafür in das Hohe Haus. Also hören Sie sich das jetzt bitte an. Herr Böhringer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Grünen? Als Intervention bitte hinterher. Es geht bitte nicht von meiner Zeit ab. Ja, diese Debatte. Ja. Sie bekommen Ihre Antwort aber nach der Rede. In Ordnung, ja. Der Rede, ja. Die fair nach außen sind? Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend. Kollegin, ob Sie die Schwangerschaft abbrechen? Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ehrlich gestanden, ist mein Bedarf an AfD-Aussagen schon irgendwie voll erfüllt. Wir hätten auch eine von der CDU-CSU-Fraktion. Gut, später. Wir hätten auch eine von der CDU-CSU zur Auswahl. Auch nicht. Auch nicht. Ja, ja. Herr Kollege Reichert, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Herr Kollege Reichert, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Sie tun dies, Sie tun dies. Sehen Sie, Sie rufen doch alle schon genug dazwischen, da brauche ich jetzt keine Zwischenfragen. Glenn, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Kollegin von der AfD? Nein, mache ich nicht. Ich bin grippekrank, ich reg mich über die AfD auf. Ich habe heute keine Lust und Laune auf eine Zwischenfrage. Herr Kollege Lehn.
Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Kollegen von der AfD? Ich gestatte keine Zwischenfrage. Es tut Ihnen gut, einmal zuzuhören und nicht sich selbst zu hören. Und sie down so, als wenn man Angst hemmen muss dafür, dass irgendein Van Buten noch seinen Einfluss in uns sprach hingeben deit. Deutschland profitiert davon, dass wir zusammenwasen in Welt. Zusammenwasen in Welt geht nur, wenn man sich gegenseitig unterholen und verstanden kann und wenn man die richtige Sprache proben kann. Und wenn man eine andere Sprache proben. Herr Kollege Saathoff, abgesehen davon, dass Sie bitte darauf achten, dass wir alle auch verstehen, was Sie sagen, wollte ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spangenberg akzeptieren. Herr Präsident, die AfD vermutet, dass durch Quantität ihrer Zwischenfragen ihre Arbeit mehr gewertschätzt wird. Die Qualität lässt aber deutlich zu leiden. Und wir haben das heute erlebt. Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Frau Zöllner, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Kollner von der AfD-Fraktion? Ja, mir hat mal ein alter General gesagt, man soll den Gegner rechts liegen lassen und zum Ziel vorstoßen. Und da halte ich mich auf jeden Fall dran. Gestatten Sie, Herr Schuster, eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Ich lasse das immer zu, aber im Moment habe ich die Pflicht, dass das hier pünktlich zu Ende geht, weil wir eine Sondersitzung des PKGR haben. Wir treffen uns wieder. Versprochen. Herr Kollege Binding, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nee, würden wir jetzt nicht machen. Ich glaube, wir ist besser. Ja. Ich denke, wir diskutieren das im Ausschuss. Ich weiß, die Wahrheit ist immer dermaßen schlecht auszuhalten. Also, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Frau Nein, wir sollen jetzt erstmal zuhören. Schon mal erlauben und Sie die Konsequenz? Eine Frage von Herrn Hilse. Von wem? Von Herrn Hilse. Also ich habe erlebt, mitbekommen, dass ein führender Abgeordneter der AfD. Moment, jetzt antwortet er, ob er es zulässt. So. Bei der Kanzlerwahl den Stimmzettel auf der Toilette beim Toilettenpapier auslegte und das über Twitter verbreitet hat. Eine Fraktion, die solche Typen in ihrer Fraktion duldet und die solche Methoden auch bereit ist, weiter zu akzeptieren, die ihr eigenes Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie nicht geregelt hat, die sollte erstmal diese Aufgabe erfüllen und dann können Sie sich gerne wieder bei uns melden. Aber nicht heute. Also es war ein Nein zu der Frage. Bartke, aber klar, für Sie, meine Damen und Herren der AfD. Herr Bartke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nee, bestimmt nicht. Herr meine Damen Bartke, und Herren der AfD. Ich an, dass Sie auch eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Kollegin Storch nicht gestatten wollen. Welcher Kollegin? Von Storch. Nein. Auch nicht. Nein. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch? Nein, danke. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Von Wertschätzung für Aus- und Kollegin, Weiterbildung. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von dem Kollegen von der AfD? Nein, also für AfD-TV ist mir meine Redezeit zu schade. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von wem? Von dem Kollegen von den Grünen. Ich gestatte gerne Fragen von allen Kollegen aus demokratischen Parteien. Aber von den Grünen nicht. Also nochmal, bevor Sie sich wieder anschicken. Wir wissen doch ganz genau, wer hier in diesem Lande hetzt und Hass sieht, liebe Kollegen von den Grünen. Wir Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Nein. Nach dem Putsch in der Türkei erleben wir eine weitere Sie können pöbeln, aber jetzt nicht dazwischen reden. Sie Herr Kollege Kaas. Zunächst einmal richte ich
liebevoll ermahnende Worte an Vertreter der AfD-Fraktion. Haben Sie noch alle, ist kein parlamentarischer Ausdruck, wenn man einen Redner klassifiziert. Naja, wer immer sich angesprochen fühlt, kann sich dazu Wort melden. Ich habe Wortmeldung aus der AfD-Fraktion. Herr Kollege Kassel, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Betrifft auch die Generalbundesanwaltschaft, die zwischenzeitlich im Akkord, da meldet sich eine Dame, die zwischenzeitlich möchten im Akkord Sie die, möchten gegen Sie die islamische Straf- und Attentäter ermitteln also nicht. Muss. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da bei Herrn Martens schon eine Ausnahme gemacht. Aber mit grünen Politikversagern, mit grünen Politikversagern will ich von hier aus keinen Dialog führen. Herr Keuter, ich habe Ihre Uhr angehalten. Gestatten Sie... Also für das Erste bitte ich mal um Ruhe. Gestatten Sie eine Bemerkung oder Frage des Abgeordneten De Masi? Wenn er uns sagt, wo das Geld geblieben ist, ja, ansonsten nein. Herr De Masi, wir werden uns im Ausschuss noch ausgiebig damit beschäftigen. Da haben Sie dann nicht die Bühne, die hier die große Schaufensterpolitik also ja zu machen. Oder nein? Nein, danke. Herr Kollege Turmel, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.